Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Long time no see. Ich bin back in Jerry. Letzte Aufnahme war noch in Ilha do Gujiru und jetzt noch ein bisschen weiter die Nordküste von Brasilien, quasi Downwind runtergefahren, kommt Jerry Coquara, ein Tropical Paradise mitten im Nationalpark, also mitten im Naturschutzgebiet. Es gibt keine Straßen, nur Beachbuggies oder ein paar Esel, die sich manchmal in das Dorf verirren und ganz viele Coconut Trees. Und hier ist das Leben einfach simpel und geil. Ja, das ist genau das, was mir dazu einfällt. Simpel und geil. Wer sich jetzt nichts darunter vorstellen kann oder noch nicht das Follow Us Around Video gesehen hat aus Jerry, dem haue ich jetzt das Video in die Shownotes und zieht sich bitte als erstes dieses Video rein. Also bevor du jetzt weiterhörst, mach auf Pause, zieh dir das Video rein, follow us around und dann kannst du dir vorstellen, wie so das Leben in Jerry abgeht. Es ist super tranquilo, es ist super basic, es ist super simpel, es ist down to earth und trotzdem hast du eine gewisse Infrastruktur. Das heißt, wir können hier lecker vegan kochen, wir haben Wassersport direkt vor der Tür. Es ist richtig schön, knalleheiß, so tropisch, so wie wir es mögen. Und trotzdem ist der Wind hier. Also es ist nicht zu heiß. Und dadurch, dass der Wind da ist, heißt es auch, wir können regelmäßig Kitesurfen gehen. Und das Geile ist, beim Kiten mache ich immer weiter Fortschritte und es macht immer mehr Spaß. Ich dachte, das kann sich gar nicht mehr steigern. Und deshalb, Achtung, große Gefahr für jeden, der einmal mit dem Kiten anfängt, es wird immer besser, es wird immer geiler und es hört nie auf. Also du kannst immer weiter progressen. Und mittlerweile, habe ich euch beim letzten Mal erzählt, mache ich die Backroll. Das war aber noch auf der Lagune in Ilha do Gujiru. Da ist gar nicht so schwer, weil da hast du keine Wellen. Da ist Flat Water. Und jetzt habe ich das mal draußen versucht auf dem offenen Meer. Und es klappt dann nicht mehr zu 80%, sondern vielleicht nur noch zu 60% oder 70%. Aber dafür macht es viel mehr Spaß, weil du die Wellen so als Kicker nehmen kannst. Gerade in Preah, das ist so ein Nachbarort von Jerry, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn du rausfährst, aufs offene Meer, nach rechts, dann sind die Wellen so rechts von dir und dann kannst du so richtig schöne, geile Rolle machen. Frontroll habe ich mich hier noch nicht getraut, ehrlich gesagt, habe aber jetzt auch schon mal so Kite Loops gemacht, bei der Transition, nicht beim Jumpen, keine Sorge, das machen dann die richtig krassen King of the Air Profis, aber für mich ist das schon... Das ist schon eine Steigerung. Und ich fange an, immer höher zu springen, habe ich ja letztes Mal gesagt. Und ich lasse mir jetzt von jemandem, der bald nach Brasilien kommt, ich glaube, Patrick heißt der, liebe Grüße, wenn du das hörst, so einen Sprunghöhenmesser mitbringen. Und das ist richtig geil. Also es gibt jetzt immer mehr Devices, das heißt PIQ oder PIC. Ich weiß gar nicht genau, wie es gesprochen wird. Ich weiß nur, wie es geschrieben wird. Und das ist quasi so ein Mess, so ein kleines Device. Das wird auf das Board geklebt. Und trackt dann quasi deine Bewegung und trackt dann auch deine Höhenmesser. Und ich habe gehört, es trackt sogar auch deine 360-Grad-Drehung, also so die Backrolls und die Frontrolls du gemacht hast. Und dann kannst du natürlich so Gamification-like gegen andere competen und so Ranglisten machen. Und ja, mir hilft das immer, mich irgendwie weiter zu pushen. Ich nehme ja auch gerne Taskplaner oder irgendwelche Apps oder Techniken wie Pomodoro oder Wunderlist, die helfen mir immer total, mich zu strukturieren und irgendwie so dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Und bei mir helfen dann auch so Devices, Gamification-like oder so Challenges. Ich habe mal lange so eine Liegestütz-Challenge gemacht gegen den lieben Sebastian Cannabis. Wenn du das hörst von Off The Past, liebe Grüße an dich, Sebastian. Lass uns mal wieder die Push-Up-Challenge starten. Und das hilft mir immer so, dabei zu bleiben. Und wenn du dann ready bist, dann kannst du das Gerät über Bluetooth mit deiner iPhone-App connecten und kriegst dann genau die Höhenmesser gezeigt. Feli fand die Idee nicht ganz so cool, weil wer hoch springt, kann auch hart crashen. Und wer viel springt, der crasht auch oft den Kite aufs Wasser. Und mir ist jetzt schon zweimal der Kite gerissen. Aber auf der anderen Seite gibt's hier die besten Kite-Doktoren.
und dann bringst du es zum Kite Repair und am nächsten Tag die nähen das noch so richtig oldschool mit der Nähmaschine und trotzdem fliegt er dann so wie vorher. Und jetzt ist auch Feli das erste Mal bei einem Downwinder nach Guriu auch der Kite gerissen. Von daher ziehe ich das jetzt einfach durch und hole mir das PLQ und fange einfach mal noch höher an zu jumpen und hoffe mal, dass ich die Landung dann irgendwann hinkriege. Ja, was geht noch ab? Ja, super spannend. Exklusiv, habe ich hier noch nie erzählt. Was ich schon erzählt habe, ist, dass wir öfters mal Lots geguckt haben, also ein Stück Land, egal wo wir waren. Und wir haben da so vor 4 Jahren mit Fake It Until You Make It angefangen. Wir hatten noch überhaupt keine Kohle, um wirklich zu investieren und haben trotzdem Termine gemacht bei den Real Estate Agents. Sind dann, ich weiß noch, über so eine Insel in Kikorka gefahren, in Belize. Kikorka hieß die Insel. Haben uns da so ein paar Stücke Land angeguckt. Und wir so, sehr interessant. Ja, könnte was sein, ne? Obwohl wir wussten so, wir haben irgendwie null Taler auf der Tasche. Und genauso hat es übrigens auch Richard Branson gemacht mit Virgin Island. Das ist eine ganz andere Story, aber als sie rausgefunden haben, dass er nicht wirklich das Geld dafür hat, haben sie ihn dann auch wieder rausgekickt und er musste dann war seine Tour über die Insel quasi beendet. Und Jahre später hat er dem Typen dann ein unverschämtes Angebot gemacht, genau den richtigen Moment abgepasst, wo dieser Typ in Geldnot war und verkaufen wollte. Und deshalb hat Richard Branson damals die Insel für einen relativ fairen Kurs bekommen. Ja, und bei uns war es so, dass wir dann immer weiter geguckt haben, auch mal in Thailand haben wir geguckt, in Bali, in Indonesien. Aber in den Ländern, Südostasien ist das Problem, darfst du als Ausländer nicht ownen. Du darfst kein Stück Land besitzen. Das heißt, was du da machst, ist, du rentest, machst super lange Mietverträge auf 100 Jahre, 200 Jahre oder so und rentest das von einem Local, von einem Thailänder, der quasi dann die Papiere eingetragen wird, der mehr oder weniger der Strohmann ist. Das Problem ist, wenn wirklich mal was passieren sollte mit dem Land oder dem Lot oder der Thai oder der Local überlegt sich das noch anders, geht dann zum Beispiel auf den Philippinen in Manila vors Gericht oder in Bangkok in Thailand, dann hast du quasi als Ausländer nichts in der Hand und du wirst in der Regel dann diesen Prozess verlieren und deine ganze Kohle ist auch weg. Von daher ist Brasilien richtig, richtig gut, was das angeht, weil du darfst offiziell als Ausländer, darfst du hier Land kaufen und Land besitzen. Und in Jerry haben wir jetzt letztes Jahr geguckt und es war einfach viel zu teuer. Wir haben da auch vor 3 Jahren schon geguckt und jetzt hätten wir so das Geld gehabt, um uns die Preise in Jerry vor 3 Jahren irgendwo hintere Reihe leisten zu können. Aber das ist jetzt auch alles weg und selbst hintere fünfte Reihe in Jerry ist jetzt irgendwie noch 3-mal so hoch wie unser Budget. Aber das Geile ist, neben Jerry gibt's Preah und das ist der Ort, wo man kiten geht, weil Jerry vorne ist mehr so für die Windsurfer und für die Surfer reserviert. Da ist nämlich der Wind auch offshore, das heißt, es ist gefährlich, wenn der Kite runterknallt, irgendwas ist, wirst du rausgetrieben aus offenem Meer. Darum am besten ist immer der Wind Zeit onshore, wenn was passiert, wirst du dann an Land gespült. So brauchst du dann auch Boote und das ist zu viel Aufwand. Von daher sind die Kiter meistens in Preah. Und Preah ist so ein Nachbarort von Jerry, ist, die Leute sagen irgendwie Jerry vor 20 Jahren noch nicht so sehr developed, aber so langsam geht's los. Also es gibt jetzt immer mehr Infrastruktur, es gibt die ersten Supermärkte, die ersten, also immer mehr auch so Posadas gibt's da, Restaurants und so langsam kommt dieser Ort, aber es ist halt immer noch sehr, sehr, sehr local, ne? Die Häuser von den Locals sind immer noch so Favela-like und das ist alles sehr basic und sehr simpel, aber die Menschen sind super, super happy und super freundlich. Und da gibt's so ein Stück Land, was zum Verkaufen ist. Es gibt mehrere Lots. Wir haben uns auch schon viel angeguckt, auch letztes Jahr schon Preah. Irgendwie war es noch kein Hell yeah. Aber dieses Jahr ist das Geile, dass wir uns eine Opportunity angeschaut haben. Über einen Kumpel von uns, über den Julian, der hier eine Kite-Schule hat, Kite Nomad, ist ein Franzose, und der lebt schon seit über 10 Jahren in Jerry und der hat invested und der hat vier Lots geholt, insgesamt 1200 Quadratmeter. Ein Lot sind 10 mal 30 Meter, 300 Quadratmeter, der hat 4 Lots geholt und neben diesen 4 Lots ist noch was frei. Das heißt, theoretisch könnten wir da auch 1, 2, 3, 4 Lots, 5 Lots, 6 Lots holen. Haben uns das angeguckt, ist jetzt alles so ein bisschen verwildert, ist halt schwer sich vorzustellen, wenn das Lot noch nicht gereinigt ist, also eben gemacht wurde und der ganze Rubbish darunter ist. Aber ich glaube, es ist richtig cool. Da sind nämlich auch Coconut Trees drauf, die kann man drauf lassen. Und es wäre neben den Julian, der eh das ganze Jahr in Preah ist, weil er hier seine Kite-Schule hat, oder zumindest in Jerry, auf jeden Fall in Brasilien, der könnte sich drum kümmern. Wir könnten zusammenlegen, was zum Beispiel dann, was angeht, zum Beispiel das Lot sauber zu machen oder da muss ein Topograf kommen, um das genau zu vermessen und dann abzustecken. Oder um die Leitung zu legen, dass du Wasser und Strom dir erstmal hinlegst, dass keiner dein Stück Land quasi invaden kann.
Es gibt nämlich hier auch in Brasilien das sogenannte, ich glaube, Gewohnheitsrecht oder so. Wenn du 5 oder 10 Jahre drauf wohnst, dann und du bist local, dann wird dir das Stück Land zugesprochen. Du darfst danach nicht verkaufen, nur wohnen bleiben quasi. Aber dadurch, dass du dann offiziell direkt Strom und Wasser anmeldest, ist es dann quasi ein Zeichen dafür, dass du da wirklich auch vorhast, was zu starten und zu leben. Und dazu kommen natürlich die Papers. Und das ist natürlich hier auch immer so ein Riesending, der ganze Papierkram. Manchmal ist es so, dass dann ein Brasilianer verkauft und 2 Jahre später aber der Bruder auf der Matte steht oder der Schwippschwager, die Schwester, die Tante, der Onkel, die Mutter, der Großvater und auf einmal gehörte jedem noch ein kleines Stück Land von dem Stück Land, was eigentlich schon verkauft worden ist und dann musst du wieder in die Verhandlung gehen mit der ganzen Family. Und hier ist das Gute, es gibt einen Owner, es gab einen Brasilianer, das war auch nur ein Einzelner, der hat das verkauft an einen Franzosen und der verkauft jetzt weiter diese Stücke Land. Das heißt, wir hätten dann auch einen europäischen Ansprechpartner. Und bis jetzt macht das alles echt einen super geilen Eindruck, weil das ist ein Prea. Es ist jetzt nicht erste Reihe, Front Row, können wir uns nicht leisten. Aber quasi so, sag ich mal so, zweieinhalb Reihe so. Zweite Reihe ist wohnen auch so Local Fischerfamilien. Das ist alles ganz cool. Und direkt dahinter kommt dann dieses Stück Land. Also es ist zu Fuß 5 Minuten bis zum Meer. Das heißt theoretisch, wenn wir uns dann da unser schönes Apartment oder was auch immer wieder aufbauen, gebaut haben und dann da leben, glücklich und zufrieden, Feli und ich, und wir sind am Rechner und kommen gerade nicht mehr weiter, brauchen eine Pause, klappe ich das Ding zu, nehme mein Kiteboard, nehme mein Kite, nehme meine Harness, also mein Trapez und meine Bar und gehe nach vorne zum Meer, pumpe den Kite auf und gehe aufs Wasser. Das ist der Plan und das excited mich gerade ungemein. Das ist richtig spannend gerade. Wir sind jetzt natürlich in Kontakt mit den verschiedensten Leuten und auch Lawyern, um das dann alles safe und wasserdicht zu machen. Aber es ist richtig, richtig aufregend, im Ausland ein Stück Land zu kaufen. Und ja, ich meine, überleg mal, das ist geil, das gehört dir, ne? Das ist mein Stück Land zusammen mit Feli, wir teilen uns das dann. Jeder 2 Lots wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich nehmen wir auch 4, dass wir 1200 Quadratmeter haben. Hört sich jetzt riesig an, aber wenn man mal so die Ausmaße hier in Brasilien bedenkt, das ist alles richtig Riesengelände, man kann weit gucken, das ist uns auch wichtig. Also für mich ist Luxus nicht viele Dinge zu besitzen, sondern für mich ist Luxus Platz zu haben und für mich ist Luxus weit gucken zu können und für mich ist Luxus vielleicht einen Organic Garden da zu haben mit viel Platz, viele Tiere bei uns noch auf dem Lot, dann ein schönes Apartment und vielleicht noch ein geiles irgendwie Gäste-Apartment oder so oder vielleicht ein bisschen größer, zweistöckig, dass man da mal ein DNX-Camp machen kann, eine DNX-Mastermind oder dass wir einfach so Family and Friends einladen können, die auch Bock auf Kiten haben. Also ich glaube, das müssen schon Kiter sein oder Leute, die Bock haben, Kiten zu lernen, weil im Prea kann man ansonsten nicht viel machen. In Jerry gibt es ein bisschen Party abends, wer darauf Bock hat, kann dann Transport nach Jerry nehmen, im Beachbuggy, aber im Prea ist halt echt sehr, sehr down to earth und richtig so eine Oase der Ruhe. Und deshalb passt das, glaube ich, auch richtig, 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 richtig gut zu uns. Plan ist aber erstmal zu investieren, das Stück Land dann zu behalten, aber jetzt noch nicht direkt zu bauen oder zu constructen, weil erstens fehlt uns dazu das Geld und zweitens ging das irgendwie auch ein bisschen schnell. Und ich glaube, wenn du da bist, dann musst du da auch vor Ort sein und richtig viel Effort, richtig viel Aufwand leisten und Input geben, damit das auch so wird, wie du es haben willst. Und da haben wir ehrlich gesagt gerade irgendwie nicht den Headspace für, weil wir gerade irgendwie so viel Traction auf diese ganze DNX-Bewegung haben und unsere ganzen DNX-Projekte, dass ich glaube, jetzt gerade wichtiger ist, die Community noch größer zu machen, die globale Consciousness, die globale Awareness, die globale Achtsamkeit und ja auch das globale Wissen, gerade zu nachhaltigen Themen, dass wir die steigern mit Hilfe unserer Community und ganz vielen anderen Communities, die gerade zusammenwachsen. Wir haben gerade super spannende Skype-Gespräche auch mit riesigen Community-Leadern aus der ganzen Welt, dass wir unsere ganzen Communities quasi uniten und vereinen für das Gute auf dieser Erde. Und das ist gerade noch wichtiger, als dass wir uns in Prea da unser Apartment drauf bauen. Aber das ist eine Option, ich würde mal sagen, so in 2 Jahren, jetzt haben wir 2017, 2019 oder so, da auf dem Lot dann irgendwas zu machen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, noch ist das alles nicht safe, noch ist nichts unterschrieben oder überwiesen und ist nicht unseres, aber exklusiv schon mal nehme ich euch mit hier in dem Vorgang vom Grundstückskauf in Brasilien. Ja, DNX, gutes Stichwort. DNX Berlin sind die Workshops live und Alter, gab es da einen Ansturm auf die Plätze im Beta-Haus. Wir haben im Beta-Haus nur beschränkt Platz.
Und die Workshops sind immer die, die am besten abgeschnitten, also die haben das, die krassesten Feedback-Noten gekriegt bei jedem Event. Jetzt auch wieder bei der DNX in Lisbon International, aber auch bei der Deutschen. Und deshalb wird auch dieses Jahr der DNX-Workshop-Tag auf jeden Fall ausverkauft sein im Beta-Haus. Wir haben nur noch die Hälfte der Tickets. Und wenn du sagst, du hast Bock, bei der DNX dabei zu sein, dann buch auf jeden Fall auch die Workshops mit. Weil bei den Workshops gehen wir richtig tief rein in die Topics, in die Themen. Und du kriegst actionable Know-how, also direkt umsetzbare Tricks und Tipps mit an die Hand. Bist direkt dran an den Referenten in kleinen Gruppen von ungefähr 30 Leuten im ganzen Beta-Haus. Vier verschiedene Räume. Das heißt, vier verschiedene Themen. Du kannst ja aussuchen, wann du wo in welchen Raum gehst, in fünf verschiedenen Timeslots. Also insgesamt 5 Workshops aus 20 kannst du dann auswählen. Es laufen immer jeweils 4 parallel. Und die Referenten sind richtig krasse Headliner. Wie zum Beispiel the one and only Christoph Heuermann von Staatenlos. Der ist zu der Zeit im Pazifik und wir machen das erste Mal im Leben der DNX, das erste Mal ever in der Geschichte der DNX ein Live-Webinar, ein Experiment, dass wir ihn live aus dem Pazifik zuschalten und ihr dann Fragen stellen können und er von dort aus seinen Workshop gibt. Und zu welchem Thema, also was für ein Thema, so, nochmal neu, also es gibt ein Thema, für das Christoph prädestiniert ist. Machen wir es so rum. Biegen wir jetzt mal rechts ab. Und das ist natürlich steuerfrei, perpetual traveling, Flag Theory. Wie du dich quasi autonom möglichst von irgendwelchen Tax Authorities aufstellst und wie du am besten, wo du deinen Wohnsitz anmeldest, wo du deine Firma anmeldest, wo du deine Bankkonten hast, wo du deine Freelancer herholst. Also genau diese Themen macht Christoph Heuermann. Und sein Thema wird sein weltweit steuerfrei Leben mit der Flaggentheorie. Dann Sebastian Kühn, der auch am Vortag auf der Mainstage stehen wird von Wireless Life, wird einen Workshop machen zum Thema Bürokratie, beseitigen wichtige Basics zur Abmeldung, Versicherung, Visum, Firmengründung und Besteuerung. Richtig, richtig spannend. Dann das Traumduo, wenn ich die beiden sehe, muss ich wieder lachen. Timo Eckert und Sascha Boampong. Ich sag sonst immer Boampeng. Lieber Sascha, siehst du hier nach. Heute bist du der Boampong wieder vom Digitalen Nomaden Podcast. Und die brasseln gerade im Hintergrund an einem Workshop, über den darf ich nicht reden. Der ist so krass. Also es wird irgendwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Und deshalb ist top secret, aber die beiden werden performen und die beiden werden einen Workshop geben auf der DNX. Next, Thomas Mangold, auch ein Riesen-Podcaster, Produktivitätsgott, macht einen Workshop zum Thema Produktivität ist King, wie du auch unterwegs als digitaler Nomade on the road produktiv und fokussiert bleibst. Next, Matthias Niggehoff von Lerne Psychologie, mit dem hatte ich jetzt erst gerade einen Podcast gemacht. Ich verlinke euch den Podcast auch von den anderen Referenten, wenn ich dazu schon einen aufgenommen habe. Und der macht Lerne Verkaufspsychologie. Sarah Tschernigow von No Time to Eat, auch, glaube ich, lange bei iTunes ganz oben an der Spitze gewesen mit ihrem Podcast No Time to Eat. Die macht einen Workshop zum Thema Food to Go, wie du dich mit simplen Ernährungshacks unterwegs gesund ernährst. Der liebe Jakob Drachenberg, guter Freund von uns, Trainer für gesunde Stressbewältigung, macht einen Workshop zum Thema Stress dich richtig, Druck und Anspannung in Lebensfreude umwandeln. Daniel Dudek, freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf, mach einen Workshop zum Thema Werde Kundenmagnet, wie du dich im Markt erfolgreich positionierst, um Auftraggeber zu bekommen. Du siehst, die Creme de la Creme ist mal wieder bei der DNX am Start. Next ist Jessica Sveno von Privacy Management Group, einer Agentur auf Zypern und Dubai. Die machen auch was zum Thema, wo zahle ich Steuern als digitaler Nomade, die 5 populärsten Wohnsitze für digitale Nomaden. Dann der Freddy Schröder, der auch mit bei uns im DNX-Team am Start ist. Der ist verantwortlich für unseren Facebook-Messenger-Bot. Vielleicht hast du ihn auch schon gesehen. Super innovatives Ding von HumeTech, das ist die Company, die Freddy gegründet hat. Und der macht einen Workshop zum Thema Messenger-Marketing, Chatbots als neuer Weg der Kundengewinnung. Christian Wenzel, the one and only, macht einen Workshop zum Thema Bücher, Amazon Bestseller, deine Step-by-Step-Anleitung, wie du ein Buch schreibst und es zum Bestseller machst. Carla Vollert, von Stunde Null quasi bei der DNX-Bewegung schon mit dabei, auch eine Eventmanagerin von der DNX, startet gerade richtig durch mit ihrem Backpack-Stories, mit ihrer Reise-Event-Reihe und gibt einen Workshop zum Thema, so startest du dein erstes eigenes Event, eine Step-by-Step-Anleitung. Richtig spannend für alle Leute, die vielleicht auch gerne mal ein Event veranstalten wollen.
geht auf jeden Fall zu dem Workshop von der Carla. Die hat's richtig drauf und hat schon mega, mega, mega viel Erfahrung in ihren jungen Jahren. Janis Budde, der Lifehacker von Prime Estate, macht ein Thema zum Biohacking. Die besten Hacks für mehr Energie als digitale Nomade on the road. The one and only Rebecca Joy Maria, die macht einen Workshop zu Get What You Want, wie du dir nicht mehr selbst im Wege stehst. Hat auch einen krass enormen Raketenaffenaufstieg hingelegt. Die haben wir dieses Jahr auf Bali kennengelernt. Nee, auf Koh Phangan, komm ganz durcheinander. In Thailand, auf Koh Phangan, haben wir die Joy kennengelernt und seitdem geht die mega, mega durch die Decke und gibt einen Workshop auf der DNX. Dann Michael Tomov, ein Diplompsychologe, gibt einen Workshop zum Thema Deine Skills und Dankbarkeit, ein unschlagbares Duo für dein Wohlbefinden mit Übungen zum Mitnehmen. Christian Zörnig gibt einen Workshop vom Coach Club zum Thema den Turbo auf die Straße bringen. Dein Leben nach der DNX beginnt genau jetzt. Er ist professioneller Strandtester. Es ist wirklich so, er verdient sein Geld damit, dass er Strände testet. Super spannender Charakter, ein super guter Kumpel von mir. Christian, wenn du es hörst, liebe Grüße an dich. Ich freue mich schon wieder auf dich, wenn wir uns dann spätestens auf der DNX wiedersehen. Aber ich hoffe doch vielleicht vorher auch mal wieder in Thailand. Und er ist auch Life-Coach und hat super, super viel Ahnung dazu, wie man Leute in die Umsetzung bekommt, nachdem man dann vielleicht so viel Input und Inspiration und Motivation auf der DNX getankt hat. Next, unser lieber Sebastian Streszewski von Start in WP, Coding-Gott und WordPress-Spezialist, macht einen Workshop zum Thema mehr Geld, mehr Kunden, mehr Fans durch optimierte und effektive Webseiten. Und wenn einer es drauf hat, optimierte und geile und State-of-the-Art Webseiten zu bauen, dann ist das Sebastian. Also den Workshop auf keinen Fall verpassen, wenn du bei der DNX mit am Start bist. Dann die liebe Violetta, die haben wir vor 3 Jahren, glaube ich, auf Bali kennengelernt. Die ist mitentscheidend, dass wir jetzt 100% vegan gegangen sind, Feli und ich, mit Violetta, die hat uns angeleitet, hat mit uns dieses Cleansing gemacht, hat Fasting mit uns gemacht, hat uns gecoacht, wie man dann die Detox-Prozedur am Ende von dem Fasten macht, um eine Darmreinigung zu machen, Leberreinigung, Gallenblasenreinigung, und das haben wir alles mit Violetta gemacht. Danach habe ich mich so clean und integer gefühlt, dass ich nie wieder ein Stück Fleisch seitdem gegessen habe und nie wieder Kacke in meinen Körper oben reintun wollte. Und die Violetta, freue ich mich sehr drauf, dass sie zu uns auf die DNX kommt. Die macht einen Workshop zum Thema Inner Smile, unendlich Gesundheit und Freude, wie du auch on the road als digitaler Nomade in deine Kraft, Offenheit und Harmonie kommst. Last but not least, 2 haben wir noch, Ernst Neumeister, auch richtig lieber, netter Kerl, von Stunde 0, glaube ich, mit am Start. Ich kenne ihn noch aus dem Idea Camp, das war einer unserer allerersten Coworking Spaces vor 5 Jahren oder so in Berlin, bei dem wir am Start waren und gearbeitet haben. Das war eine krasse Crew, da war zum Beispiel Tim Chimoy mit am Start, Ben Paul war regelmäßig im Idea Camp, Sebastian Cannabis war da, die Conny war da, Feli und ich waren da, Thomas Jakel war da. Also es ist echt so eine kleine Crew, wo dann jeder danach so seinen eigenen Weg gegangen ist. Und das war echt ein geiler Inkubator, würde ich mal sagen, so ein Brutkasten für Talent und Weltveränderer. Und der Ernst ist einer von denen. Und der macht den Workshop zum Thema Ideentest mit Crowdfunding in 6 Schritten zu deiner erfolgreichen Kampagne. Und jetzt kommt's. Trommelwirbel. Jan Döring von Super Freelancer. Der Jan ist ein richtig geiler, netter Kerl, der auch dieses Jahr auf dem DNX Camp in Lemnos mit am Start war und einen Workshop gegeben hat zum Thema Super Voice, wie du deine super Stimme bekommst auf der Bühne oder beim Telefonieren oder beim Pitchen oder so. Und das war sehr, sehr inspirierend. Aber der Jan ist auch mega bewandert und Experte im Thema Freelancing. Und welche Fehler man als Freelancer vermeiden sollte und wie man als Freelancer richtig durchstartet. Von daher lautet sein Workshop auch, die 5 größten Fehler, die Freelancer machen und wie du diese Fehler vermeidest. Und that's it. Das sind 20 Workshops, meine Damen und Herren. Und das ist einfach richtig heftig, was für Talent immer wieder so auf die DNX kommt. Also was das für Leute sind. Allein der Workshop-Tag an sich wäre, glaube ich, schon ein Mega-Event, was alles andere in den Schatten stellen würde. Aber es ist halt ein Teil von einem riesen Festival mittlerweile. Wir machen wahrscheinlich auch wieder Pre-Events. Ich mache wahrscheinlich auch wieder so eine Lifehacks All-Stars-Show einen Tag vor dem Main-Event an dem Freitag. Das plane ich gerade. Dann Samstag Main-Event. Sowieso richtig, richtig heftig.
was da für Leute kommen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr crazy werden und es wird auch wieder sehr, sehr motivierend werden. Es waren in Lissabon ein paar Deutsche mit am Start, die gesagt haben, boah, am liebsten hätte ich wieder so eine Abrissparty gehabt, wie dieses Jahr im Mai auf der DNX. An die Leute kann ich sagen, denen kann ich versprechen, Mai 2018 DNX gibt's noch einen fetteren Abriss als mit Tobi Beck und allen anderen, was wir dieses Jahr da veranstaltet haben, weil es sind so Leute mit am Start wie ein Alexander Hartmann, der die Bühne abreißen wird, dann Baha und Jeffrey, Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, richtig nette Menschen, die beiden, und mega Performer auf der Bühne. Dann haben wir Timon von Berlipsch am Start, ändere deine Gedanken und du änderst dein Leben. Wirklich so ein Mentalist, ein TV-Magier, der uns alle verzaubern wird, ein richtig professioneller Speaker. Und wenn wir bei professionellen Speakern sind, dann sind wir auch ganz schnell bei Laura Marlina Seiler, die eine Keynote geben wird. Wir sind gerade mit einem richtig, 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 richtig fetten deutschen Schwergewicht in Gesprächen. Ich kann noch nichts verraten, weil es nicht in trockenen Tüchern ist. Aber wenn das klappt, Bestselling-Autor, eigentlich eine Bibel zum Thema Lean Startup in Deutschland geschrieben, ich weiß ehrlich gesagt nie, wie wir es schaffen, so geile Leute immer auf die DNX zu bekommen, und dann macht mir das selber immer Angst, das noch toppen zu müssen im Jahr darauf. Darum, ich weiß nicht, was passiert, wenn der jetzt auch noch dazu kommt. Auf jeden Fall, safe ist Laura Marlina Seiler bei der beim Main Event. Feli und ich geben natürlich wieder den Keynote-Talk, das Intro zur DNX. Dann Sebastian Kühn von Wireless Life. Dr. Johannes Metzler, der schon oft auf der DNX als Workshop-Experte am Start war, immer die besten Workshop-Noten abgeräumt hat. Der Typ hat's einfach drauf. Der macht einen Talk beim Main Event Think Big, Act Small mit Experimenten zum Erfolg im Leben und im Business. Timon von Berlipsch, Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, Robert Heinecke, Rebecca Joy Maria und Alexander Hartmann. Das sind die Performer beim Main Event, und das Ganze wird moderiert und durch den Tag geführt von niemandem Geringeren als Basti Barami von Office Flucht. So Leute, war das jetzt genug Name-Dropping? Seid ihr überzeugt, dass die DNX 2018 alles in den Schatten stellen wird, was jemals passiert ist? Dann sichert ihr jetzt das Ticket, geh auf www.dnx-berlin.de. Noch gibt's die Tickets zum Early-Bird-Preis und noch gibt es ein paar Workshop-Tickets, und die Workshops werden auf jeden Fall ausverkauft sein. Das Main-Event wird auch ausverkauft sein und wir rechnen mit über 1000 Teilnehmern dieses Jahr. Das Ganze wird im Funkhaus stattfinden, nicht in diesem in der Arena, wo wir dieses Jahr waren, außer, nee, es wird da nicht stattfinden, weil da passen nur 700 Leute rein. Wir gehen in den größeren Raum. Und da ist dann auch heller und da gibt's dann auch Stühle und eine riesen Stage und planen gerade schon die Technik. Und es wird einfach grandios. Und wenn alles klappt, machen wir sogar auch im Funkhaus unsere eigene DNX-Party. Also gar nicht mehr irgendwo extern in Berlin, wo sich das dann vermischt mit anderen, sondern alles exklusiv dann im Funkhaus. Also geh auf dnx-berlin.de und sicher dir auf jeden Fall dein Ticket noch zum Early-Bird-Preis. Dann nochmal, okay, das war's für DNX Berlin, ne? Ihr wollt ja ein Update haben. DNX Global. Termin steht fest. 15. September 2018. Wir haben es extra nochmal eine Woche nach hinten gelegt, in den Mitte September, weil Feli und ich mit vielen anderen guten Freunden nächstes Jahr endlich beim Burning Man am Start sind in den USA. Und das soll auch eine richtig geile Conscious-Veranstaltung sein. Ich glaube, man kann machen, was man da will. Also je nachdem, auf welchem Level man ist. Ich glaube, man kann da auch hart feiern, man kann Party machen, man kann sich selber ins Nirvana schießen, sage ich mal. Man kann seinen Geist vernebeln, wie auch immer. Aber man kann auch, glaube ich, viel Yoga machen, Meditation, Workshops besuchen, Breathing-Techniken, Reiki und all den Stuff, auf den ich gerade stehe. Und deshalb ist Burning Man endlich an der Zeit. Also 15.09.2018, wir bleiben in Lissabon. Das erste Mal ever wird die DNX Global nicht mehr um die Welt wandern. Lissabon war einfach so ein Signature-Event, dass wir gesagt haben, so DNX Global Lissabon, das gehört irgendwie zusammen. Gerade auch die Location, wer jetzt dieses Jahr da war von den 500 Leuten, der wird relaten können, was ich jetzt sage. Das ist einfach, es passt zur DNX, ist altes Industriegelände, LX Factory. Merkt euch auf jeden Fall schon mal einen Termin vor. DNX Global
in Lissabon, 15. September 2018. Dann wird im November das DNX-Camp Dahab stattfinden, also nächsten Monat, und es gibt nur noch zwei Plätze. Das ist ein deutschsprachiges DNX-Camp und für alle digitalen Nomaden, die noch am Anfang stehen, auch welche, die noch nicht auf der DNX, auf dem Riesen-Event waren in Berlin, für die ist das der perfekte Einstieg in das digitale Nomadenleben mit anderen gleichgesinnten Leuten. Ich glaube, wir haben insgesamt Platz für 30 digitale Nomaden mit viel Workshops, Masterminds, Talks, aber auch Healthy Living, Fun Activities, ein Ausflug, Tauchen, Hiking, zusammen mit einem Coworking Space, mit dem wir da partnern, mit den Cowork-Innen von der Mira. Wenn du das hörst, liebe Grüße an dich, Mira. Es wird auf jeden Fall wieder ein grandioses Camp werden. Wer noch kein Ticket hat oder wer Bock hat auf das Camp oder Bock hat, einen der letzten zwei Plätze zu bekommen, geht jetzt bitte auf dnxcamp.com. Wow. So. Kannst du noch? Ich kann noch. Weil mich der nächste Punkt total excited. DNX Academy, Alter, es ist soweit. Wir arbeiten Tag und Nacht an der Academy und das wird unsere Legacy. Das wird die Hinterlassenschaft von Feli und mir. Und die DNX ist einfach das, wovon ich immer geträumt habe. Weil in 5 bis 10 Jahren sehe ich mich nicht mehr auf der Bühne rumhampeln. Events sind cool, Events machen total Spaß, aber Events zacken auch richtig viel Energie und du fängst immer wieder bei Null an mit dem Marketing und den ganzen Hype aufzubauen. Und es ist cool, aber ich finde es nicht so nachhaltig. Dann machst du das fetteste Event ever und dann ist vorbei und dann ist vorbei so. Und bei der Academy, das sind Inhalte, die stehen für immer, für alle Menschen zur Verfügung quasi. Und das ist unser Teil, so mehr Wissen in diese Welt zu bringen. Und der erste Premium-Kurs, der wird auch komplett kostenlos sein. Und das sind wirklich die besten Referenten zu den jeweiligen Themen, die man sich vorstellen kann. Und du weißt, wir schaffen es, die besten Leute auf die DNX-Bühne zu bekommen und wir schaffen es auch, die besten Leute auf die DNX-Academy zu bekommen. Die DNX-Academy ist die Number One Online-Universität für transformierende Bildung. Was heißt das? Weltklasse-Kurse, die bei dir krasse Transformationen auslösen, dich selber in den verschiedenen Lebensbereichen auf das nächste Level heben und dein ungenutztes Potenzial heben und freisetzen. Lerne von den Besten der Besten aus den Bereichen, also wir haben drei Säulen, Online-Business, Persönlichkeitsentwicklung sowie Körper, Geist und Seele. Und das hilft dir dann, dein wirklich volles menschliches Potenzial auszuschöpfen. Hol dir das Know-how, das du dir gewünscht hättest, in der Schule zu lernen. Schließe dich der einzigartigen DNX-Community an, die auf dem Weg zu ihrem besten Selbst sind und die Welt nachhaltig verändern. Und das ist der Pitch für die DNX Academy. Und kleiner Fun-Fact, wir haben am Samstag, ich glaube, das war jetzt am Samstag, ja, wir haben das ganze Wochenende durchgearbeitet. Aber ist eh egal, weil für uns gibt's ja kein Wochenende mehr. Wir haben dafür Samstag, Sonntag die ganze Zeit gearbeitet und gestern waren wir dann kiten oder Lot gucken im Preah plus kiten. Deshalb, Samstag haben wir, jetzt kommt's, ey. Wenn du jetzt lachst, kann ich dich verstehen. Überleg mal, wir haben für 4 Videos, die wir aufgenommen haben, das waren so Opt-in-Videos, Feli und ich zusammen vor der Kamera. Das ist eh immer total schwierig und Katastrophe, auch wenn wir zusammen auf der Bühne sind. Ich glaube, einfacher wäre es, wenn einer alleine auf der Bühne wäre und performen würde. Aber so müssen wir halt immer gucken, was sagt der andere, wie guckt der, was hat er gesagt, hat er was vergessen, was muss ich jetzt sagen? So, man steht irgendwie nochmal doppelt unter Druck. Das ist echt nicht einfach. Aber hat dafür auch viele Vorteile, als Couple zusammen Business zu machen. Aber in dem Fall haben wir für 4 Videos, für 4 Opt-in-Videos, haben wir von 10 Uhr morgens, okay, um 10 Uhr morgens war die Vorbereitung auf die Masterclass mit Thomas. Das ist immer so ein kostenloses Webinar zu jedem Premium-Kurs. Um 11 haben wir die Masterclass aufgenommen. Dann ist uns da ein kleiner technischer Fehler passiert. Wir haben nämlich mit Call Recorder aufgenommen über Skype und Split-Screen gemacht. Und beim Split-Screen cuttet der nach der Aufnahme deinen schönen 16:9 Screen auf Quadrat. Weil der baut dann einfach die beiden Teile nebeneinander. So, dass bei uns auf dem Bild, bei Thomas war alles klar und bei uns auf dem Bild, Thomas Jakel ist übrigens der erste Referent zu dem Premium-Kurs, von der Idee zum Business, wie du in den ersten 30 Tagen deine ersten 1000 Euro verdienst. Das ist der Name von dem ersten Kurs auf der DNX Academy. Und ja, bei Feli und mir war quasi die Feli weggeschnitten, weil wir die einfach nur so die Mitte genommen haben und Feli ein bisschen seitlich stand und am Ende war nur ich drauf. Ja, was machen wir jetzt? Haben 3/4 Stunde Masterclass aufgenommen, hatten super geiles Gespräch, hatten das ganze Material und konnten Thomas nicht zumuten, das Ganze nochmal neu aufzunehmen. Also schneiden wir jetzt Feli da quasi so mit einem Headshot
in das Video rein, aber man kann sie ja hören und man sieht sie auch gestikulieren, nur das Gesicht, beide Augen sieht man nicht ganz. Anyway, daran könnt ihr auch sehen, wir sind auch nicht perfekt und machen viele, viele, viele Fehler. Und genau darum geht's ja, gerade auch wenn du dein Business starten willst, du musst nicht perfekt sein, du brauchst nicht die perfekte Idee, du brauchst nicht die perfekte Strategie, du brauchst nicht den perfekten Masterplan, du brauchst nicht den perfekten Businessplan, du musst einfach machen, in die Umsetzung gehen und von da aus immer weiter geradeaus stolpern und dann kommst du irgendwie in den Flow und da an, wo du hin willst, aber nicht auf dem Weg, den du dir vorher ausgemalt hast. Niemals, niemals, ich spreche aus Erfahrung. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ab 10 Uhr morgens bis 17 Uhr, um 17.30 Uhr geht hier die Sonne unter, also richtig früh im Rasieren, haben wir, das sind 7,5 Stunden an der Academy gesessen und wir haben wahrscheinlich so von 12 bis 17 Uhr, also ganze 5 Stunden, haben wir diese 4 Opt-in-Videos aufgenommen. Und das war so eine Katastrophe. Wir haben es immer wieder, keine Ahnung, verhaspelt, versprochen. Genau nebenan haben wir noch eine Baustelle. Die haben natürlich dann genau immer angefangen zu bohren. Dann also irgendwas war immer und das war echt hardcore. Und ich glaube auch nochmal so ein krasser, ein passendes Exempel für die liebe Sabine Egger, mit der wir hier zusammen in unserem Apartment in Brasilien gerade wohnen, wie unperfekt doch Feli und Markus sind und wie unperfekt hinter den Kulissen doch alles ist und dass man einfach auch mal hustlen muss, in den Grind gehen muss und einfach machen und dann auch unperfekte Sachen so nimmt, wie sie sind. Ja. Next DNX Podcast wird es bald auch auf Englisch geben. Noch, es gibt den ja schon auf Englisch mit mir und den englischen Folgen. Ich spreche auch gerne Englisch, aber spreche leider nicht so gut Englisch wie ein Native Speaker. Und deshalb holen wir uns die Gina rein, die für uns schon Social Media macht, bei uns im DNX-Team ist. Mittlerweile haben wir übrigens über 30 Leute bei uns im DNX-Team. Das ist richtig geil. Das sind die Besten der Besten zu jedem Thema. Ich bin so stolz auf unser Team. Ich bin so stolz auf die Expertise, die wir da haben. Und ich bin so stolz auf die PS und die Power, die wir auf die Straße bringen können mittlerweile. Dank dieser geilen Leute. Also an jeden aus dem Team, der es jetzt gerade hört. Obrigado, muito obrigado, dass es dich gibt. Danke, dass du jeden Tag mit uns zusammen Vollgas gibst. Und danke, dass du da mit am Start bist. Und danke, dass es dich gibt. Und die Gina ist eine von denen, die bei uns im Team ist, kommt aus Kalifornien und wird den englischsprachigen DNX-Podcast relaunchen. Und da holen wir dann Leute aus der Szene, die ganzen Co-Living-Space-Betreiber, die Coworking-Space-Betreiber, andere Event-Veranstalter, andere Influencer-Speaker, einfach Köpfe aus der digitalen Nomadenwelt. Und darüber hinaus holen wir auf den DNX-Podcast. Daran arbeiten wir gerade auch mit Hochdruck. Und 2 Punkte habe ich jetzt noch für dich. Einmal Bitcoin, Cryptocurrency, super relevant für mich das Thema. Super krass, was mit dem Bitcoin gerade los ist. Ich check jetzt gerade mal, auch wenn ich mich selber immer disziplinieren muss, nicht jeden Tag zu checken, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist ja für mich auch ein Investment. Ich habe auch noch keine Bitcoin verkauft, sondern immer nur nachgekauft. Ich habe die ersten Bitcoin bei ungefähr 500 Euro gekauft und jetzt sind sie gerade 4.800 Euro wert. Also fast eine 10-fache Steigerung und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir zum Beispiel jetzt ein Grundstück in Preah leisten kann. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal auf dem Podcast verraten habe, aber ich hatte bei Joe Dispenza, dem Neurowissenschaftler, der diese tiefen, tiefen Meditationen macht, wo ich eine Nahtoderfahrung habe, haue ich auch mal in die Shownotes. Da in dieser Meditation habe ich so die Vision gehabt und das Bild ganz klar vor Augen gesehen, dass Cryptocurrency mich finanziell frei macht. Und seitdem ich diese Vision habe, habe ich alles umgeschichtet, habe noch ein bisschen was in Einzelaktien in GAFA gesteckt. Das heißt, ich habe Google Einzelaktien, ich habe Amazon Aktien, Facebook Aktien, Apple Aktien und Tesla Aktien und hatte noch Peer-to-Peer. Da ziehe ich so langsam das ganze Vermögen quasi ab. Peer-to-Peer Investments, das sind so Private Loans. Und hau alles, was ich habe, hau ich in Bitcoin rein. Und ich habe immer wieder nachgekauft, immer wieder nachgekauft, immer wieder nachgekauft. Und der Kurs ist immer weiter hochgegangen, immer weiter hochgegangen. Und das erlaubt mir jetzt auch in Real Estate zu investen, in echte Assets, wo ich zur Not irgendwann auf meinem Lot in Preah einfach ein Zelt aufschlagen kann, wenn gar nichts mehr geht und da einfach pennen kann oder unterm Sternenhimmel schlafen kann, weil Brasilien ist so warm, auch in der Nacht, da brauchst du eigentlich gar kein Zelt oder so. Da lege ich mich einfach auf den Boden und dann habe ich trotzdem immer irgendwo ein Stück Land, wo ich schlafen kann. Genau, und dafür war auf jeden Fall Cryptocurrency und auch Bitcoin verantwortlich. Ethereum habe ich auch investiert. Die sind ja auch immer weiter hochgegangen. Und was bei Bitcoin jetzt passiert ist, ist, dass es einen Fork gegeben hat. Das heißt, die Währung, jeder kann die Währung weiterentwickeln oder splitten. Und
dafür hast du dann quasi zusätzlich nochmal eine andere Altcoins, heißen die, eine andere Währung bekommen. Und dieses Bitcoin Cash sind so Sachen, die dann irgendwie on top noch draufgekommen sind, wenn man in Bitcoin investiert hat. Immer wenn es einen Fork gibt, ist im November steht auch wieder so eine Splittung an, ein Fork, dann bekommt man zusätzlich im November zum Beispiel noch Bitcoin Gold dazu und das kannst du dann wieder verkaufen und in Bitcoin anlegen. Also im Moment stehen wirklich da alle Ampeln auf grün bei Cryptocurrency und das System ist einfach zu perfekt. Also es hat kaum Schwachstellen, als dass das nochmal irgendwie, ja, als dass es nicht funktionieren könnte. Ich bin davon überzeugt, dass wir immer noch am Anfang stehen und dass wir schon im nächsten Jahr ohne Scheiß die 10.000 Dollar Marke durchbrechen mit dem Bitcoin. Also wer jetzt noch nicht in Cryptocurrency ist, ist einfach nur meine persönliche Empfehlung an einen Freund. Wenn mich ein Freund fragen würde, würde es machen, ja oder nein, oder ist jetzt schon zu spät? Und mal wieder sind ja viele Leute, oh, hätte ich das vorher gewusst, oh, ich habe schon so viel davon gehört und so. Leute, ich habe die erste Bitcoin-Folge aufgenommen, da stand der, glaube ich, bei 700 Euro und habe gesagt, geht da rein. Anyway, man kann sich auch immer täuschen. Von daher, nimm nur Geld, was du auch wirklich verlieren kannst. Es ist immer noch hoch volatil und es ist ein High-Risk-Investment. Aber wenn du Geld zur Verfügung hast, wäre meine Empfehlung an einem Freund, voll in Bitcoin einzusteigen. Yes. Und da gibt's auf jeden Fall auch eine gute Plattform, die heißt bitcoin.de. Da ist das super easy. Da kannst du dein deutsches Konto mit verbinden und kannst dann quasi mit deinen Euros deine ersten Bitcoins kaufen. Zum Schluss noch eine Leseempfehlung von mir. Bekenntnisse eines Economic Hitman von und mit John Perkins. Und der war unterwegs im Dienst der Wirtschaftsmafia und es ist für die USA und es ist super, super spannend, hinter die Kulissen zu blicken, warum Kriege geführt werden, wie ärmere Länder wirklich nach System, nach Strategie ausgebeutet werden, indem man ihnen hohe Kredite einräumt für neue Infrastruktur, für zum Beispiel neue Brücken, Dämme, Elektrizität, Internetverbindung, Straßen, die ganze Infrastruktur wird denen verkauft und in dem Vertrag steht dann immer, dass das natürlich dann auch amerikanische Firmen bauen müssen. Letztendlich sind die dann so hoch verschuldet, dass sie die Schulden nie zurückzahlen können, wie so ein Land wie Indonesien zum Beispiel, und dann voll in der Geiselhaft der USA sind. Für die USA stimmen müssen, die USA bei Kriegen mit unterstützen müssen und das ist echt sehr, sehr, sehr eye-opening, das zu lesen. Ich hau euch den Link zu dem Buch in die Shownotes. Bekenntnisse eines Economic Hitman, erweiterte Neuausgabe, unterwegs im Dienst der Wirtschaftsmafia, hat bei mir auch nochmal für viele Aha-Momente gesorgt. Und ich wusste ja, dass die Welt nicht so cool ist, wie man denkt, aber es ist echt Wahnsinn, was alles hinter den Kulissen passiert und gesteuert wird. Aber man darf sich da nicht in die Opferrolle begeben, sondern einfach sagen, hier, ich umgebe mich mit geilen, guten Menschen, schließe mich der DNX-Community an, schließe mich anderen geilen Communities an und gemeinsam schaffen wir es einfach, so die Awareness und auch so das Know-how und das Mindset von den Menschen auf dieser Erde auf ein neues Level zu heben, so dass die Leute irgendwann verstehen, wir sind alle connected, wir sind alle eins, wir leben in absoluter Abundance, es gibt von allem genug und es ist nicht nötig, zu leiden. Das Leben ist nicht dafür gemacht, dass man einen Job macht, auf den man keinen Bock hat. Das Leben ist nicht dafür gemacht, dass man sich gegenseitig den Kopf einschlägt. Das Leben ist nicht dafür gemacht, dass man Kriege führt, sondern das Leben ist gemacht, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man sich liebt, dass man wirklich united ist und kosmozentrisch lebt. Das heißt, nicht nur die Human Race, also die Menschen an sich verbinden und verknüpfen und lieben sich und respektieren und achten sich gegenseitig, sondern auch Tiere und Pflanzenwelt. Und das ist der Ansatz, nach dem ich lebe. Ich lebe kosmozentrisch. Das heißt, die Tiere und die Pflanzenwelt steht mir bei mir auf dem gleichen Level wie die Menschen. So. 42, 48, 42, 50. Krass, krass, krass lange Aufnahme. Aber wir haben uns auch lange nicht mehr gehört. Deshalb dachte ich, muss jetzt alles mal raus, was bei mir abgeht, dass ihr wisst, ich bin noch alive und woran arbeitet der Moira gerade? An richtig vielen spannenden Sachen. Und bevor ich zumache, der Hinweis darauf, dass ich mich entschieden habe, wieder DNX-Tickets hier auf dem Podcast zu verlosen. Und zwar für jeden, der diesen Podcast abonniert und der für diesen Podcast eine kurze Bewertung hinterlässt. Und wir verlosen dann jeden Monat aus allen eingehenden Podcast-Bewertungen
Die verlosen die DNX-Tickets, losen die Gewinner aus für die DNX 2018. Also falls du es noch nicht gemacht hast, geh jetzt unten rechts, wenn du in der iPhone-Podcast-App bist, auf die Lupe, such nach Markus Meurer oder such nach Lifehacks mit Z und geh dann auf Podcast bewerten. Und ansonsten, wenn du gerade am Desktop-Rechner sitzt, geh auf podcastbewertung.de. Das ist eine ein Name einmal durchgeschrieben, eine URL und dann kommst du direkt auf meinen Podcast und kannst den bewerten. Yo, yo, yes, that's it for today. Ganz schön viel Input. Ich lasse dich jetzt mal damit alleine. Du kannst das in Ruhe verdauen, was hier alles in Brasilien bei uns abgeht. Eine Sache noch, genau, über die ich mich auch super freue und sehr, sehr dankbar dafür bin. Wir haben bei der DNX-Community jetzt die 10.000 Mitglieder-Marke geknackt. Das heißt, es gibt über 10.000 Menschen, die sich gegenseitig helfen, supporten und respektieren. Auch bei uns in der DNX-Community hilft nur ein positiver Ton, ein positiver Vibe. Alles andere hat da keinen Platz. Und wenn du noch nicht in der Community bist, ich bin jeden Tag am Start, ich helfe, wo ich kann, Philly ist mit am Start, dann geh jetzt auf dnxcommunity.de und werde Teil von der globalen DNX-Bewegung und werde auch ein Changemaker in dieser Welt. Alright. That's it. Aus Brasilien. Liebe Grüße an dich, wo auch immer du gerade bist, wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Muito obrigado. Vielen, vielen Dank für deine Treue. Danke, dass du da bist. Und peace and out. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine 7 Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf www.dnx-berlin.de. Peace and out.